Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe von der lieben Kunterbunt Mine Post bekommen, denn sie hat ja nun endlich ihren Shop eröffnet und ich habe bei ihr bestellt. Wer sie nicht kennt, sie verkauft Perlenstick Bilder und demnächst auch noch so das eine oder andere. Ich verlinke euch mal ihre Seite unten. Das Video wird nicht gesponsert oder sonstiges. Ich habe das selber bezahlt, selber ausgesucht. Und ich würde sagen, wir gucken uns das Ganze mal an. So kam das an. Was ich schon mal gut finde, sie hat keinen zusätzlichen Umkarton. Werden vielleicht der eine oder andere kritisieren. Ich finde es gut, je weniger Verpackung, desto besser. Ich habe 3 Bilder bestellt. Diese 3 hat sie entsprechend aufeinander geklebt. Hier war meine Adresse, die habe ich weggemacht. Muss ja nicht jeder sehen. Dann hat sie hier nochmal ihre Sticker Kunterbunt Mine draufgeklebt. Hier auch. Und hier kann man auch schon sehen, sie schreibt auf die Kartons draußen drauf, was es ist. Wahrscheinlich, um es besser bei sich zuzuordnen. Und ich würde sagen, wir schneiden das Ganze mal auf und gucken mal rein, was uns da erwartet. Bisher habe ich ja ein Perlenstickbild erst angefangen. Das hatte ich ja bei Amazon gekauft. Das habe ich auch geunboxed. Kann ich euch auch gerne unten verlinken. Und ich habe richtig Spaß gefunden daran, Perlenstickbilder zu machen. So, jetzt gucken wir mal, dass wir es auch alles aufeinander bekommen. Ich würde sagen, wir fangen mit dem Großen erstmal an. Die Kleinen lege ich erstmal zur Seite. Ja, hier steht auch nochmal Kunterbunt Mine drauf. Und hier, was es ist. Es ist die fliegende Nachteule. So sieht es also aus, wenn man das Ganze aufmacht. Wir haben hier einmal die Perlen. Entsprechend beschriftet nach Symbolen, so wie ich sehe. Hier zum Beispiel das Plus. Hier dieses. Und ich hatte in meinem letzten Unboxing zu den Perlen gesagt, dass ich bin da Laie, ich habe das noch nie gemacht, dass die Perlen ganz gut für mich sind. Also zumindest aussehen. Mittlerweile muss ich sagen, da sind einige dabei nicht, die gut sind. Und ich sehe mittlerweile auch den Unterschied. Und hier muss ich wirklich sagen, die sehen viel, viel besser aus. So, von der anderen Seite. Und hier sind noch so Zusatzperlen drin oder so Sachen. Mal gucken, ob ich die jetzt gerade finde. Ich hatte sie gerade irgendwo gesehen. So extra Strassperlen. Ich habe sie gerade noch gesehen, aber jetzt ja, sehe ich sie nicht mehr. Haben sich versteckt. So soll das Ganze am Ende aussehen. Das ist das Motiv. Es ist ein Vollbild. Ah, sie macht das hier in eine Folie rein, die man wieder zumachen kann. Es ist 37 x 28 cm groß. Und es ist halt nicht auf Vordruck, sondern auf AIDA. Das heißt, hier sind die Arbeitsblätter dazu. Die sehen so aus. Also da sind dann entsprechend die Symbole, wie ich es machen muss. Und auf den Tüten steht ja dann drauf, welches Symbol was ist. So, dazu kommen dann, also eigentlich könnt ihr es schon ganz gut sehen, 2 Nadeln. Garn. Nochmal Garn. Und der AIDA-Stoff, wo es drauf zu sticken ist. So, packen wir es wieder zusammen. Als sie das Bild gezeigt hat von der Eule, war ich hin und weg. Ich wusste, das musst du unbedingt haben. Deswegen durfte es auch bei mir einziehen. Wird aber bestimmt eine ganze Weile dauern, bis ich das mache. Ich habe viele andere Projekte momentan. So, schauen wir weiter. Schneiden wir die erstmal auf. Sind irgendwie auch relativ schwer, muss ich sagen. So, gucken wir mal. Gehen wir mal kurz zur Seite. Schneiden es mal eben fertig auf.
Also es ist auf jeden Fall super gut zugeklebt. Wunderbar. So, jetzt gucken wir mal, was wir auch aufbekommen. Ich muss es ein bisschen aufreißen, sonst bin ich hier nur eine halbe Stunde beschäftigt. Weil aufreißen irgendwie gerade auch nicht klappt, müssen wir es doch weiter aufschneiden. Ja, ich muss es wirklich ein bisschen aufreißen. Es ist so gut zugemacht, dass ich es nicht aufkriege. So, es wird, es wird. Wir haben es gleich geschafft. Ach ja, das ist ja auch noch zugeklebt an den Seiten. Da sollte man es vielleicht auch aufmachen. Also verpackt, zugeklebt, super. Da kann nichts rausfallen. Muss man natürlich auch, wenn man das ohne zusätzlichen Karton verschickt. Aber es ist so gut zu, also... Ich muss den Karton verreißen, das tut mir leid. Ich will euch jetzt nicht damit langweilen, sondern eine halbe Stunde den Karton aufzumachen. So, das ist der Inhalt. Zwei Nadeln. Garn. Oh wow, schaut euch die Farben an. Die sind ja schön, richtig schön farbenfroh. Diesmal nach Nummern sortiert, wie ihr sehen könnt. Und es ist ein Rundstückbild. Rundstückbild habe ich bisher noch nicht gemacht. Ich bin sehr gespannt, ob ich das hinbekomme. Und so ist das Motiv. Sehr, sehr schön. Gefällt mir sehr gut. Und hier unten entsprechend die Legende. So, dann legen wir das mal zur Seite und wir kommen mal zum letzten. Ah, okay, jetzt sehe ich auch mal die Verpackung des Kartons. Ich habe es auch völlig falsch gerade eben aufgemacht. Mal gucken, ob das jetzt besser klappt. Ich habe natürlich auch nicht die beste Schere hier gerade am Start. Mal wieder nicht vorbereitet. Aber wir schaffen das. So, ach Gott, okay, ich versuche es mal rauszuholen. Ich bin wieder heute ja, nicht wirklich begabt, Kartons aufzumachen. Ich muss es mal in Einzelteilen. Also, hier haben wir wieder Garn und zwei Nadeln. Dann haben wir hier ein kleines Goodie drin. Dankeschön dafür, Leckereien gehen immer. Ich muss den Karton noch weiter aufmachen. Denn da war noch ein kleines Goodie drin für die ersten 50 Bestellungen. Und hier ist noch ein ganz süßer kleiner Zettel dabei, handgeschrieben. Liebe Carina, vielen Dank für deine Bestellung in meinem frisch gebackenen Online-Shop. Ich wünsche dir viel Spaß mit meinen Sticksets. Viele liebe Grüße, Kunterb und Mine. So, und wir versuchen mal das Goodie hier rauszuholen. Wenn ich es dann geschafft habe, zeige ich es euch auch. Also wirklich so gut verpackt. Gar kein Problem. Wir fangen mit dem Goodie an. Und zwar, es ist ein kleines Perlenbrett. Und perfekt für mich. Ich bin eine absolute Anfängerin. Ich kann sowas super gut gebrauchen. Aus Holz, schön stabil, klein, handlich, praktisch. Mit ihrem Logo drauf. Finde ich super. So, aber ihr wollt das Bild sehen. Und das Bild ist ein Bild auf Vordruck. Und es sind wieder Wölfe. Ich liebe Wölfe, ich liebe Waldtiere. Eulen, Wölfe, Hirsche, Rehe, Elche, das finde ich alles ganz, ganz toll. Freue mich super darauf. Hier ist unten die Legende dabei, wie ihr sehen könnt. Und es ist halt nur ein Teilbild. Ich habe mit dem Teilbild gestartet. Ich komme da super gut mit klar.
Also kein Problem. Das sind die Farben, wieder sortiert nach Nummern. Wow, so schöne Farben. Und wenn ihr mal schaut, diese hier sind so ein bisschen so durchsichtig. Wunderschön. Und die Qualität, das sieht wirklich wieder... Also ich gucke nochmal irgendwas anderes. Aber die Qualität der Steine ist einfach toll. Die sehen gleichmäßig aus. Die sehen ganz, ganz toll aus. Ich freue mich mega darauf, das zu machen. Das werden ein paar richtig, richtig schöne Sachen. Ja, wenn euch mein Video gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Folgt mir gerne auf Instagram, da heiße ich Rina Nina Jackson. Und ansonsten würde ich sagen, lasst mir gerne ein Abo da oder einen Kommentar. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!